Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA Ultimate Team. Und ja, ich habe es geschafft, auf der PS3 jetzt 1080p aufzunehmen, und zwar ohne HDMI-Splitter, sondern mit meiner Kraft. Hä, wieso hat denn Choupo-Moting jetzt 78 und Kagawa 84, hä? Hat das was mit einem Upgrade zu tun? 5, Alter, Junge, Digga. Ich mal gucken. Es gab jetzt einige Upgrades für die, die es nicht mitbekommen haben. Und wie man auch sieht, habe ich einige neue in meinem Team dazu bekommen. Okay. Und ich habe nur noch 17k Alex. Ja, ich bin vorhin Clash of Clans Gold. Ach, Münzen, sagen wir Münzen. Ja, ich bin ja nicht mehr in Clash of Clans Fieber. Oh, ich finde es einfach nur so geil, dass ich jetzt wirklich es geschafft habe, 1080p, und jetzt kann ich viel besser spielen. Das sollte keine Ausrede sein für die letzten Niederlagen in den letzten Spielen, aber es hat schon gestört. Okay, jetzt haben wir eine bessere Grafik, ist zwar ein bisschen hell, aber joa, ist machbar. Werden wir jetzt Benatia reinholen. Ich wechsle meine Spieler immer so bald aus, sobald, ja, ey, ich bin so aufgeregt, dass ich kaum sprechen kann. Ich wechsle die immer aus, sobald die Fitness unter 90 ist. Das würde ich jedem empfehlen, wenn man keine Fitnesskarten haben will. Und ja, ich wollte meinen Reus verkaufen, da ich mal den Son in Team of the Match Dings da probieren wollte, und hier werden wir weiter trainen. Wir werden es so lange versuchen, die zu verkaufen, bis es wirklich klappt. Pajero ein bisschen höher, mit dem habe ich getradet, habe ich für 22,5 gekauft. Also ich habe schon mal mit denen getradet, da habe ich für 20k verkauft und für 5, nee, gekauft und für 35k verkauft. So. Ja, ich bin so aufgeregt, ich kann kaum sprechen. Und Junior Malander, mit denen kann man auch trainen, da er aus den Packs rausgenommen wurde. Ich finde es ein bisschen unethisch, aber ich brauche Coins, also. Entschuldigung. Ja, komm, Reus wieder im Verein. In den Verein. Tu mir einfach da in die Auswechselbank. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Spielen. Und während wir gleich die Aufstellung machen, kann ich euch ja mal erklären, was für einige Neuerungen ich in dem Team habe. Neuerungen in dem Team. Aufstellung bearbeiten. Zieler im Tor. Also ich bin scharf auf Inform. Das kann ich jetzt so sagen. Ich habe einen Inform-Fetisch. Okay, hier habe ich mal Rodriguez, Linksverteidiger in Form. Kagawa. Schürrle habe ich mir gegönnt. Den habe ich leider nicht gezogen. Kann man ja nichts machen. Ja, das waren eigentlich schon die einzigen Neuerungen, die ich jetzt habe. Und Fitness ist bei allen über 90. Ja, würde ich sagen, wir fangen auch direkt an. Jetzt mit verbesserter Qualität. Und ich hoffe, es gefällt auch allen. Und das läuft sogar flüssig. Okay, Pariser... Pariser Flagge mit einem Dortmunder Trikot. Spielen, mal gucken, was er für ein Team hat. Ich schätze, ein Bundesliga-Team. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Und jetzt kann ich sogar mit Ton aufnehmen. Oh, ey, das ist so geil. Jetzt habe ich so richtig Bock auf FIFA Let's Plays, muss ich ehrlich zugeben. Ein englisches Team. Lukaku, Balotelli. Balotelli ist italienisch. Juan Mata, Jesus Navas, Ramirez, Nasri. Alter, wie gut ich mich schon hier... Walker ist Rechtsverteidiger, ne? Ich kenne mich schon jetzt relativ gut in der englischen Liga aus. Da ich mir ja selber mal ein englisches Team gemacht habe. Außer da vorne halt, ne, Moment mal. Spielt Balotelli in der englischen Liga? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen peinlich, aber... Bah, ich muss den Fernsehton ein bisschen leiser machen. Frank Buschmann und Manni Breukmann. So, erledigt. Der war viel zu laut, wirklich. Boah, ja. So kann ich schon besser spielen, muss ich zugeben. Jetzt werden wir in der 6. Liga rasieren. Ich bin ja in der 5. abgestiegen, aber... Ich meine, die ersten Spiele in der 1. Liga liefen wirklich sehr gut. Ja, scheiße. Nein, ah, ja, komm, Rodriguez, sauber geholt. Ich muss sagen, ja, wenn man sagen will, Schüle gefällt einem, passiert ein Fehlpass. Ja, ich muss das Mikro mal anders aufstellen, da ich das Mikro sozusagen umarme, weil ich noch kein Mikrofonständer habe. Puh. Okay, also die ersten Spiele der 6. Liga habe ich 9-4 gewonnen, und dann die anderen Spiele 1 richtig knapp, aber der hatte Ibra im Team. 2-1 in der 90. Minute. Boah, da war ich erleichtert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oh Mann. Mata. Schön geholt. So leicht darf man, okay, jetzt werden wir ihn... So, jetzt ein langer...
Nein, oh Mann. Dass De Bruyne jetzt 85 hat, Alter, ich wette, sein Wert ist nochmal um einiges gestiegen. Mal gucken, wie viel der Junge wert ist. Nein, oh, Zieler, dankeschön. Ich schlag mich wieder nicht gut. Ich will... Ey, wenn er jetzt dagegen geworfen hätte, da hätte ich Zieler eine geklatscht. Ja, wie der Ball da durch die... Ich will mir irgendwann neuer holen, aber der ist mir für einen Torwart wirklich zu teuer. Es gibt ja auch wirklich einige, die genauso gute Leistungen bringen, aber viel billiger sind. Choupo-Moting kann ich jedem empfehlen. In Form, der geht einfach nur sowas von ab und der hat sogar 80. Der Vorteil hatte 78 und jetzt 80. Lässt sich leben, lässt sich leben. Okay. Rodriguez per Ecke. Nein, leider nicht rangekommen. Los, Choupo, lauf. Schade. Okay. Konzentration. Also wir können nochmal auf die Upgrades zurückkommen. Ich habe gesehen, Neymar wurde verbessert, hat jetzt ein Gesamtrating von 87. Ja, komm, Skill nicht. Boateng hat jetzt ein neues Rating, hat 86. Kostet, glaube ich, 200k. Ein Kumpel von mir hat ihn in Form gezogen. Ja, aber ich glaube noch Aguero wurde verbessert, aber ich weiß nicht ganz genau. Die verstehen sich blind. Okay. Nein, da wollte ich überhaupt nicht hinpassen. Ja, Mann. Ein Versuch der Balleroberung. Also ich muss sagen, wenn ich so im Angriff bin, in der Verteidigung, steht meistens alles gut. Also ich will mich jetzt auch nicht verzocken. Okay, Rodriguez, den kriegst du. Boah, Zieler, du Tier. Zieler, du Tier. Oh, wieso geht denn da keiner ran? Mann. Ja, das war nichts weniger als nichts, Ramirez. Okay. Ich werde zu Benatia passen, da Pisscheck ist, glaube ich, momentan am Spiel nicht Trash. Ja, Pisscheck, da er ja gedeckt wurde. Los, Shaqiri, zeig, was du kannst. Auf dem rechten Flügel, gibt es da eigentlich in Forms? Ja, Shaqiri, oh! Es gibt Shaqiri in Form, Mikro verschoben, aber der ist zu teuer, wirklich, der ist viel zu teuer. Kostet, glaube ich, über eine Mille und ja, so viel Money habe ich nicht. Okay. Ja, schön, Götze, schön. Jetzt. Ja, wieso, was mich in FIFA wirklich sehr aufregt, ist, dass die Schiedsrichter einfach viel zu spät abpfeifen. Da muss man wirklich... Mal in FIFA 16, das wäre eine Verbesserung wirklich, wenn die früher abpfeifen würden. Und nicht 6 Milliarden Jahre brauchen, um dann wirklich abzupfeifen. Ob die überlegen oder ob die zu langsam sind, ob die nicht denken. Nein! Oh, Zieler, du Tier. Sehr gut, sehr gut. Puh. Ah ja, für die nächsten Folgen, ich habe geplant, dass wir mal... Alter, richtiges Tier. Ah, meine Fehlpassrate ist wirklich zu hoch. Ich habe geplant, mal gegen Abonnenten FIFA zu spielen. Also ich spiele auf der PS3 für alle, die es noch nicht wissen. Also wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr mich adden. Ich heiße D-A-E-V-I-D. Alles klein geschrieben und 360 dahinter. Direkt dahinter, ohne Leertaste. Und dann könnt ihr mich mal adden. Hey Junge! Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das kein Foul gewesen wäre, ehrlich. Rodriguez. Zuckerberg. Los! De Bruyne. Shaqiri, komm! Nein! Voll auf den Torhüter geschossen. Ja, solche Situationen meine ich, die kann ich noch nicht, wenn ich so vorm Tor stehe. Götze, der gefällt mir ehrlich gesagt nicht im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, das habe ich schon in einem meiner Let's Plays erwähnt, aber der gefällt mir wirklich nicht. Balotelli. Ja, geh weg mit deiner Vorteilentscheidung. Sauber. Zieler, Hammerspiel, was er hier macht. Ich glaube, der hält mich auch im Spiel. Auch wenn der Ball nicht schwierig zu halten war. Choupo-Moting. Naja. Es war kein Dreieckspass. Die Dreieckspässe sind wirklich unberechenbar. Ja, komm. Ja, das ist wirklich gefährlich. Das ist eine sehr gute Situation für einen Freistoß. Er holt Lukaku einen Linksfuß. Los, Zieler, zeig, was du kannst. Nein, ich hätte einen reinstellen sollen. Oh, ein Glück wurde das nichts. Das hätte wirklich ins Auge gehen können.
Ja, nein. Oh, Gott sei Dank. So, Rodriguez, zeig, was du kannst. Jetzt müssen wir aufpassen über die Flügel. Wir werden mal ein bisschen über die Flügel probieren. Die verstehen sich blendend. Na, abseits. Ich habe so viele Abseitsentscheidungen in meinem Spiel. Na, jetzt macht FIFA Spaß mit so einer schönen Grafik, wirklich. Es war etwas schlechter als mit HDMI, aber das ist minimal, das merkt man kaum. De Bruyne. Ah, hat mich blockiert. Jesus Navas. Kagawa jetzt 84, merke ich noch nicht viel. Also in den letzten Spielen sehr präsent, aber im Moment. Piszczek. Also in diesem Spiel macht er nicht so eine gute Figur. So, Götze. Götze. So. Mario Götze. Was war das? Götze, was war das, ey? Wenn ich sowas sehe, dann kriege ich schon... Weil er sich einfach nicht los. Nein, wohnt nichts, wohnt nichts. Jetzt macht FIFA spielen Spaß. Jetzt macht FIFA spielen Spaß, wirklich. Aber wenn ich ein Gegentor kassiere, Rodriguez Deck. Ah, Ecke, Ecke. Ich glaube, da hatte noch jemand abgefälscht. Wer genau das war, habe ich gerade nicht gesehen. Nein! Oh! Oh. Boah, ich glaube, der hätte das 1-0 schon sowas von verdient gehabt. Also, ich mache in diesem Spiel wirklich keine gute Figur. Okay. Sehr schöner Hackenpass. Los, Schürrle auf. Oh Mann, diese Fehlpassquote, die ist... Boah, Alter, ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Der Junge in Form, der geht sowas von Abzieler. Boah, Schüsse, ja, das ist schon... Boah, Alter! Das ist doch unnormal, was der hält, das ist wirklich unnormal, was der hält. Gucken Sie sich das an, das ist das Eckballverhältnis. Aber dass wir hier nichts verteidigt bekommen, das wundert mich jetzt aber. Okay, jetzt gucken wir mal auf die Statistik und zu gucken, ja, ich kann mir vorstellen, wie er besser ist. Ich werde mal versuchen, das Mikro ein bisschen weiter wegzustellen, damit ich eine gemütlichere Position habe zu spielen. In Afrika würden Sie sagen, da liegt ein Wut-Zauber über diesem gegnerischen. Okay, das war keine gute Idee. Ich musste gerade das Pausenmenü wegschneiden, da mein Mikrofon auf den Boden gefallen ist, ja. Ey, ich muss mir wirklich einen Mikrofonständer zulegen und wehe, jetzt kommen wieder zweideutige Kommentare. Kam zwar nur einmal, aber das war mir schon zu blöd. Okay, Rodriguez. Kagawa mit einem 84er Rating, De Bruyne 85. Geil. Los, jetzt ein Pass. Ja, das war wirklich ein Traumpass, aber ich bin falsch gelaufen mit Choupo-Moting. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ich habe übrigens den Spielsound ein bisschen runtergedreht. Der war mir irgendwie zu laut. Ja! Ja! Geil! Choupo, du Tier! So sehen Sieger aus, wirklich. Geil! Hammergeil, hammergeil. Nein! Huh! Alter, dieses 1-0 ist wirklich so unverdient, aber... Ey, ich bin so froh. Das kann man sich wirklich... Ja, Mann, ey, das... Oh. Ich habe hier im Übrigen mein Mikrofon auf dem Karton, deswegen ist das etwas wackelig. Aber was Besseres habe ich im Moment nicht. Irgendwann... Mikrofonständer, irgendwann. Ja, 2-0. Kevin De Bruyne, geil. Jetzt könnt ihr mal sehen, dass ich auch siegen kann. Also in den letzten FIFA Let's Plays ist das ja ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, geil, richtig geil. Aber ich muss sagen, mit dieser Quali konnte ich wirklich nicht spielen, aber mit der, das ist göttlich, wirklich göttlich. So, Kagawa. Auf Schürrle. Irgendwie kommt mir das Spiel heute langsamer vor. Kein Foul, okay, ja. War Ball gespielt und Götze ist dann einfach nur rüber gestolpert. Ich darf mir jetzt kein 2-1 fangen. Wenn ich mir ein 2-1 fange, fange ich mir ein 2-2. Und dann sieht es meistens sauber Boateng, sauber geblockt. Eventuell hole ich mir irgendwann ein Upgrade, wenn ich genug Coins habe. Wir können ja mal irgendwann, wenn der neue PC da ist, in 2-3 Monaten, auch FIFA streamen. Und dann können wir Pink Slips oder was weiß ich spielen. Das wäre ganz toll. Ja, Choupo ist leider nicht ein Pace-Gott, aber...
er lässt sich wirklich super gut spielen und jetzt sogar mit 80er Rating. Die Informs wurden verbessert, fällt mir auf. Aber wieso? Und die normalen Spieler wahrscheinlich nicht. Ach. Schöler hat viel zu spät abgezogen, beziehungsweise gar nicht. Hä? Freistoß wirklich? Ja. Sehr gut. Balleroberung im Mittelfeld. Shaqiri, boah, wieder wohl in Form abgehen würde. Je, Abseits. Ach, schade. Schade, habe ich nicht gesehen. Ja, klar, im Abseits. Aber egal. Weiterhin Druck aufbauen. Und ja, dann werden wir sehen, was aus dem Spiel wird. Also jetzt in der zweiten Halbseite, habe ich einen kleinen Vorteil. Boah, Zieler, ich liebe dich. Ich liebe dich, Zieler. Geil. Oh ja, die Kommentatoren stimmen mir zu. Abseits? Yo. Sehr nice. Wir können direkt auf Schüle passen, wenn... Ja, nee, so weit kann er doch nicht passen. Ja, da war ja viel Platz. Wundert mich jetzt aber. Ah, ein bisschen zu weit der Pass. Also ich habe ja Lewandowski auf der Ersatzbank. Ich wechsle die Spieler immer, wenn die Fitness, wie gesagt, unter 90 ist. Deswegen fragen mich immer meine Freunde. Hä, wieso lässt du nicht Lewandowski spielen? Der ist ja viel besser. Ja, ich muss die auch ruhen lassen, da ich auch nicht 5000 Fitnesskarten habe. Doch, habe ich, aber ich benutze sie ungern. Ich benutze sie nur für wichtigen Spielen. Oh, fast ein 3-0. Ich hätte nicht abpassen sollen. Ich glaube, ich hätte mir Gagawa draufziehen sollen. Aber wenn wir 2-0 gewinnen, macht das ja nichts. Naioiko! Zieler sauber. Und jetzt zur Schüle, wenn das Schüle ist, ja, Schüle in Form. Also ich hoffe insgeheim, dass... Oh, heute Abend kommt ja das Team der Woche. Also ich nehme gerade Mittwoch um 16 Uhr auf. Ihr werdet es erst morgen sehen. Ich hoffe insgeheim, dass so ein Son in Form kommt nach dem Wochenende Hattrick. Das erste Tor zwar nicht hätte nicht zählen dürfen, aber ich bin ein riesiger Son-Fan und wenn dann so ein Son in Form kommen würde, ich glaube, ich würde zusammenlegen oder sparen oder mir das irgendwie erarbeiten, dass ich mir den wirklich kaufen könnte. Ach, schade. Nächste Ecke. Ja, in der zweiten Halbzeit muss man schon sagen, dass ich klar überlegen bin. Die erste Halbzeit hatte ich Glück, dass Zieler so ein Tier ist und ja, geil, richtig geil. Huh. Ich glaube, ich spreche viel zu laut. Okay, Kabagawa war ein Kopf zu klein, sonst wäre er dran gekommen. Aber dafür hatte er ja andere Qualitäten. Schön Benatia. Benatia habe ich mir nicht gekauft, sondern im Pack gezogen. Ich hatte mir letztes Jahr, vor zwei Wochen? Nee, letzte Woche war das, glaube ich, habe ich mir ja für 250k Coins 10, was waren das, solche Special Packs gezogen, aber leider keinen in Form. Ich habe so gehofft auf so einen Aubameyang in Form, aber das war nur ein Traum, das war leider nur ein Traum. Ja, ich wollte da hinten zur Schüle passen, aber, ach, ich hätte L1 Dreieck drücken müssen, dann wäre der, glaube ich, dahin gegangen. Bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich. Okay, 80. Minute, wenn ich das jetzt halte, dann sieht es sehr gut aus, Benatia, du Tier. Also in der Verteidigung, für alle, die einen zentralen Mittelfeldspieler suchen in der Bundesliga, Benatia. Boah, Zieler ist so ein Tier. Benatia, Boateng und Hummels, das sind die größten Tiere, die es in der Bundesliga gibt. Boah, das gibt's doch gar nicht. Alter, was der für eine Leistung ablegt, das ist unnormal, das ist wirklich unnormal. Oh ja. Also Spieler des Tages bin ich mir felsenfest überzeugt, dass das Zieler sein wird. Schürrle. Choupo. Aus der Drehung, De Bruyne. Traumtor. Aus der Drehung. 3-0. Das Spiel ist gelaufen. Das Spiel ist wirklich gelaufen. Drei wichtige Punkte zum Meisterschaftstitel in der 6. Liga. Ich habe ja, glaube ich, 12 Punkte inzwischen und dann, ja, fehlen mir nur noch 4. Geil. Und ich habe noch 5 Spiele. In 5 Spielen 4 Punkte. Ist machbar. Okay, er hat es mit einem Fernschuss probiert, aber an Zieler kommt heute wirklich keiner vorbei. Aus der Drehung. Wunderschönes Tor. Wunderschön. Okay,
Okay, One-Touch-Fußball. Ich bin Fan von, wirklich. Also im Angriff ist der Gegner gut, aber in der Verteidigung, da hapert's ein bisschen. Harper, Charlie Harper. Juhu! Nein. Ah, schade. Das wäre ein schöner Hackenpass gewesen. Okay. Ist trotzdem zu De Bruyne gekommen. Shaqiri. Hey. Ja, egal. 3 Minuten Nachspielzeit. Nach einem sehr schönen Spiel. Kagawa. Ah, Abseits. Schade. Sehr viele Abseitssituationen in diesem Spiel. Aber 3-0 gewonnen. Das ist sehr nice, wirklich sehr nice. Spiel gewonnen. Okay, wir werden jetzt ausgepfiffen, weil wir auswärts gespielt haben, aber das macht nichts. Boah, die pfeifen ganz schön laut. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Statistik an. Wie wir uns in der 2... Ja, Zieler, 10,0. Alter, das hatte ich noch nie bei einem Torhüter. Also das war... Oh ja, also das Spiel, ich glaube, das war das Spiel des Lebens jetzt in Ziel, für Zieler. Das war unglaublich, was der Junge alles gehalten hat. Da könnt ihr mir wirklich nur zustimmen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet, wie die Qualität ist. Und ja, jetzt werden wir uns noch die Statistik angucken. 7 Schüsse, aber Schüsse aufs Tor habe ich weniger. Passgenauigkeit habe ich mehr, Schussgenauigkeit habe ich auch mehr. Ja, die erste Halbzeit habe ich ein bisschen, ja, war ich zu... defensiv, aber in der zweiten Halbzeit habe ich wirklich gut, sehr gut zugeschlagen. Und so kann man sagen, dass der Sieg am Ende doch etwas verdient war. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, über ein Abo würde ich mich auch sehr gerne freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.